Hallo liebe Leute und willkommen zu der ersten Episode von Hearthstone The Arena Challenges. Was das genau ist, ist eigentlich, ich mache verschiedene Challenges in wahrscheinlich die Arena, weil das ist das Spannendste an Hearthstone, finde ich persönlich. Einfach so verschiedene Herausforderungen, die ich mir selber ausgedacht habe, die interessant werden können. Heute werden wir die Arena spielen, und zwar werden wir ein Priest Charge Deck probieren zu versuchen, oder Rush Deck, wie man nimmt. Das heißt, ich werde versuchen, alle Gegner möglichst schnell zu eliminieren mit einem Priest. Der ist normalerweise nicht so gut für das. Deshalb werde ich es versuchen. Choose. Yes. Okay. Legendaries. Okay. Das ist legendäre Karten. Das ist geil, das habe ich noch nie bekommen. Oh, was sollen wir da machen? Was sollen wir da nehmen? Ich habe kein... was wäre da gut? Wir haben Sylvanas Windrunner, Deathrattle, Take Control of a Random Enemy, Anixia, also... Da kann man einfach, wenn die stirbt, kann ich einen gegnerischen Typen bekommen. Also wechselt der zu mir. Diese hier, da spawnen einfach irgendwie 1-1 kleine Welten, bis mein Brett voll ist. Und, das ist noch geil. Okay, da spielen nur 15 Sekunden, um ihren Zug fertig zu machen. Ich mag diese Idee von diesem hier. Finde ich noch geil. Ist nicht so gut zum... Wahrscheinlich werde ich sowieso nicht zu den späteren Spielen kommen. Deshalb werde ich wahrscheinlich Sylvanas nehmen. Ich will nicht so bis zu diesen Typen da kommen, eigentlich, weil ich ja früher fertig werden will, weil es in meiner Rush-Deck ist. Also wir werden Sylvanas Windrunner nehmen. Sehr gut. Also, was haben wir hier? Inner Fire, Train the Minute. Okay. Dort will ich auch die Cards. Divine Spirit, Double Hammer. Also zum Rushen würde ich sagen, entweder Divine Spirit kann man einfach das Leben verdoppeln. Inner Fire ist einfach, man macht den Angriff gleich wie das Leben. Und Thought Steal ist einfach, man nimmt zwei Karten vom Gegner, so ziemlich. Ich finde Inner Fire noch eine gute Idee, denn da kann ich auch, also wenn ich zum Beispiel einen Morgashan Warrior, heißt der, glaube ich, ja. Mit der hat zum Beispiel ein Leben und ein Attack und 7 Leben. Und wenn ich den dann, und hat Taunt, und wenn ich den mit diesem hier treffe, könnte ich möglicherweise einen 7-7 auf irgendwie Turn 5 haben oder so. Nehmen wir das mal. Holy Smite, Rockless Racketeer, Chillwind Yeti. Chillwind Yeti ist bekanntlich die beste Karte im die Arena oder überhaupt im Spiel, einfach weil es eine sehr gute Karte ist. Für 4 Mana ist es sehr gut, 4 Attack und 5 Leben. Das hier ist sehr gut, halt, weil es Charge ist und ich Charge Deck habe, so ein Rush Deck habe, aber das ist dafür halt auch 6 Mana, oder? Und das ist Holy Smite. Einfach 2 Damage machen. Naja, finde ich absolut für nichts irgendwie, gefällt mir nicht. Ich glaube, es wird wahrscheinlich ein Chillwind Yeti sein, weil der kostet nicht so viel und kann ich gut am Anfang einsetzen. Shadow Ward Death. Das ist noch gut zum Rushen, Mind Control. Mind Control ist eine gute Karte, aber kostet 10 Mana und ich will nicht so lange überleben. Wahrscheinlich werde ich keine Dinge nehmen, Mind Control. Was haben wir hier? Chillwind Yeti. Das hier. Man könnte auch eben, das könnte man gut sehr machen mit diesem hier. Und da könnte man auch gut rushen. Da kann man auf Turn 3 zum Beispiel einen. Boah, ich habe doch keine Ahnung. Einen Elfen Archer auf. Na gut, 2-2. Nicht gutes Beispiel. Zum Beispiel ein Chillwind Yeti kann man das Leben verdoppeln auf 10. Und dann kann man das hier machen. Und dann gibt es eine 10-10 auf. Eigentlich auf den. Auf Zug 5. Also werden wir das mal nehmen. F-Charge, was haben wir? Wir haben keine Waffe, das hier ist nutzlos. Weinschild. Einfach so für am Anfang, vielleicht doch diesen hier. Einfach so für am Anfang aus seiner... Weil er nur ein Leben. Ein Leben ist einfach scheiße, weil er stirbt zu allem. Also werden wir wahrscheinlich diese hier nehmen. Jawohl, die werden nehmen, die... was macht die? Ah ja, genau. Das ist sehr gut. Karten brauchen wir natürlich auch in einem Rush-Deck, weil wir brauchen möglichst schnell möglichst viele Karten. Schon wieder. Nein. Battlecry. Ich mag den nicht, aber wir werden ihn nehmen, weil dann haben wir einfach Anfang Schlag. Am Anfang haben wir einfach Schlag. Pieces of Elune. Nochmal die. Swordsteel. Magma Rager ist scheiße.
Ein Leben. Fünf. Nein, ist nicht gut. Nein, ist nicht gut. Es ist einfach nicht gut. Die schlechteste Karte im Spiel. Eine von den schlechtesten. Schlimm. Ich werde Thought Steal nehmen, kann ich Karten stehlen. Das ist immer gut. Also, Rush Deck. Bedingt nichts, Murlocs. Ja, eindeutig der Charge und Divine Shield zum Rushen. Und siehst du? Hm. Ne, nehmen wir hier. Zum weiter Rushen. Holy Smite ist immer noch nicht gut, von mir aus gesehen. Aber es macht 2 Damage und ich habe gesagt, ein Rush Deck. Also, vielleicht werden wir den Versuch zu nehmen. Wir haben nicht so viele schwache Sachen momentan. Der ist natürlich auch gut. Scarlet Crusader mit Divine Shield ist eigentlich immer gut, obwohl es nur ein Leben hat, aber Divine Shield ist wie hat dann wie 2 Leben, oder? Ist klar. Aber wir werden einen Holy Smite nehmen. Anfang Damage. Das könnte potenziell sehr gut sein. Denn ich habe hier, gut, ja, ich habe halt hier auch zum Beispiel, wenn ich stärkere Minions habe, auf der Karte kann ich den einsetzen und wenn der einen Zug überlebt, dann wechselt der für einen meiner Typen aus. Diese hier sind mir zu viel Mana. Das ist natürlich eine sehr gute Karte mit Taunt und Divine Shield, aber ich werde einen Alarmobot nehmen. Das ist, hat alles mit Waffen zu tun. Ich habe keine Waffen, also werden wir Shadow Ward Pain nehmen. Das ist einfach zerstören. Ein Mini mit 3 oder weniger Attacke ist sehr gut für mich, denn ich kann da runterstürmen das Ganze. Mag ich nicht. Das ist einfach alle gegnerischen Minions silencen. Shadow Madness is gain control of an enemy. Okay. Kann einfach ein. Es ist 4 Mana. Oder? Gefällt mir auch nicht. Stampeding Kodo kann potenziell gut sein. Kostet auch ein bisschen viel für mich, aber ich werde ihn nehmen. Cardra, wenn wir nehmen. Was haben wir denn hier? Epics. Faceless Manipulator. Der Faceless Manipulator. Da kann man ein Minion kopieren. Shadow Form. I'm still to damage failure in Shadow Form. Das ist eine interessante Karte. Die werde ich nehmen, denn dann der Hero Part von dem Priest ist ja eigentlich 2 Leben heilen, oder? Und dann kann man mit dem kann man es umwenden auf 2 Damage machen. Kann für mich sehr praktisch sein, wenn ich einen Rush Deck spielen will oder versuchen. Das ist, ich habe momentan noch nicht so extrem gute Karten für einen Rush Deck, was aber auch nichts Gutes bekommen. Nee, zu teuer, unnötig. Ich werde den hier nehmen, ja. Holy Nova. Naja. Mag ich nicht so. Wisp ist nicht scheiße. Card Draw immer gut. Der ist schlecht, aber in meiner Situation könnte der potenziell gut sein, Nightblade. Denn Damage zu dem gegnerischen Typen, das ist das, was ich eigentlich will. Den mag ich nicht und da haben wir schon eins, also wenn wir den Nightblade nehmen. Was eigentlich nicht unbedingt so gut ist. Da werden wir wahrscheinlich. Double Minions Health. Dann hätte der 20 Leben und 20. Ja, der Gedanke ist zu lustig. Natürlich auch, ich finde diese Karte echt gut, aber wie gesagt, nur ein Leben gefällt mir überhaupt nicht. Ich werde wieder Divine Spirit nehmen. Nochmal! Ich weiß nicht. Ich will sehr Dings-Karten, Low-Cost-Karten, viele von denen ich viel einsetzen kann und dann halt früh. Ich mag das. Nee, mag ich nicht. Give it Jason. Ja, okay. Das heißt einfach, die Minions, die gleich neben ihr sind, haben dann. Ding. Taunt, genau. Angry Chicken. Angry 5 Attack. Das ist so nutzlos. Was? Es hat. Tja. Ja, ich müsste nochmal ein Stampending Call holen, weil Murlocs bringt mir auch nichts. Flash Eating Gold könnte sehr gut sein. Das natürlich auch, den halt Rushdown.
Ja, also gut, das ist noch eine gute Idee, denn der hat halt auf 5 Mana 7 Attacke und 6 Leben, aber halt alleine all meine anderen Minions kosten dann plus 3 Mana. Könnte auch sehr gut sein, weil halt Mind Blast. Rush. Ja, wir werden Mind Blast nehmen, eindeutig. Nochmal das. Das kann sehr gut wirken mit Inner Fire und Divine Spirit. Also nein, ich meine einfach mit Divine Spirit. Wenn man dann zweimal das Leben verdoppelt, hat der genau 20 Leben und 20 Attacke. Aber natürlich kann das, ist das sehr einfach zu beeinflussen hat. Mag ich, aber ich werde wahrscheinlich mit dem Light Spawn probieren, denn ich habe da gute Karten zum Kombinieren. Naja, gefällt mir nicht. Temple Instant Force ist zu teuer, finde ich, jetzt für meine Situation. Und vielleicht werde ich noch halt etwas mit Charge nehmen zum Schluss. Wenn, falls er da sehr wenig Leben hat, könnten wir den noch einsetzen. Wahrscheinlich hier. Okay, wir werden Early Charge nehmen. Das ist eine gute Anfangskarte. Mit Stealth halt auch und gut zum Angreifen. Ja, die werden wir nehmen. Soll ich Mind Control nehmen? Ich weiß nicht. Ich werde wahrscheinlich nicht überleben. Oder ein Forge Rifleman ist ehrlich gesagt nicht so gut. Aber es ist halt auch eine Rush-Karte, eine Art Rush-Karte. Werden wir. Also haben wir Light Spawn, haben wir schon. Ich finde nicht, dass wir da etwas mit 10 Mana anfangen können. Überhaupt nicht. Ja, wir nehmen einen Forge Rifleman. Es sind nicht optimale Karten, die ich da habe. Ist klar, es sind nicht die besten Karten, aber für meine Situation könnte es nicht schlecht sein. Ich weiß, da werden wir einfach Goldshy Footman. Beste Lösung hier. Okay, das ist sehr rushig. Wenn man die nimmt, hat man einfach einen anderen mit plus 2 Attacke diese Runde. Oh ja, so sieht mein Mana Curve aus. Interessant. Oh, yay! 20 Molten Giant. Okay, das ist interessant. Mind Games. Also, das ist noch interessant. Werde ich vielleicht gebrauchen. Könnte auch gut sein, weil ich habe es ja vor, viele, viele Minions zu haben auf dem Battlefield grundsätzlich. Auf dem Brett, aber wir werden wahrscheinlich mal das hier probieren. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren wird. Das war die letzte Karte schon. Ah, lol. Okay, wir werden es versuchen. Let's go. So sieht unser Mana Curve aus. So will ich es aussehen. Viele Anfangskarten und dann immer wie weit runter. Also gar nichts über 7 und plus. Mal schauen, wie das geht. Okay. Mal schauen, aber ich bin nicht so persönlich nicht so gut in Arenas. Ich habe es noch nicht so viel. Ich habe es erst einmal gespielt. Das erste Mal, wenn man spielt, ist es gratis und da habe ich es einmal geschildert. Und wir werden mal schauen, wie das so funktionieren könnte, ob das gut kommt oder was. Wir spielen gegen ein Schamen. Okay. Behalten wir doch, das ist nicht schlecht. Außer Divine Spirit könnten wir vielleicht. Wir haben Turn. Okay, das lassen wir so. Wir haben ein Turn 1 und ein Turn 2 Play, was sehr gut ist. Also Rushdown, Rushdown, Rushdown. könnte potenziell sogar gut kommen. Frage ist, ob ich jetzt diese hier spielen oder. Ne, komm, Rushdown. Rushdown. Let's go. Let's go, Rushdown. Was wird er spielen? Edward wartet's nicht. Ich bin der magische Priester, der auf Mind Control auf 10 Mana wartet. Nein, das bin ich nicht. Ah. Ich hasse das. Macht mich aggressiv. Vielleicht sollten wir einfach Light Spawn spielen und. Ne, wir machen. Was ist das? Das ist unnötig. Hoffentlich spielen wir gegen Noobs, ist jetzt Open Beta. Also, Russell's Grunt. Haben wir Taunt und mit dem werden wir angreifen. Bam. Rushdown. So wie ich es mag. Okay, der kann ihn nicht töten, das heißt, es gibt guten Trades für den, falls er da nicht irgendwas Komisches rausbringt. Mal schauen, was er hat. Was wird er machen? Wie kann ich den erledigen? Den will ich nicht unbedingt erledigen, denn der bringt ihm einfach eine Karte und naja, ist mir eigentlich egal. Die wollen wir jetzt nicht spielen. Wir werden
Double Minions Health. Ich kann dies auf diesem hier gebrauchen und dann. Ja, wenn wir es auf ihn gebrauchen, dann haben wir weiter, können wir da 4 Damage machen, einfach konstant, bis er da irgendwas machen kann. Denn wir werden ihm einfach seine Minions grundsätzlich ignorieren, denn die bringen ihm ja einfach nur E-Metals und mir ist einfach ein bisschen nutzlos für ihn. Also werden wir hier mit dem 4 Leben geben und dann 4 Damage. Okay, und dann werden wir noch diese spielen. Mal schauen, wie das geht. Also nächstes Mal wahrscheinlich Light Spawn spielen. Mein Ziel ist es, möglichst viele Karten auf dem Brett zu haben. Ah, das ist... Ah! Nervend. Okay, kann passieren. Ja, gut. Mein Deck... mein Brett eliminiert. Okay, gut funktioniert. Gut funktioniert, also. Was wir machen werden ist... wenn Lightspawn spielen, wenn ihn töten und dann ist es mal gut. Wenn wir können, werden wir nächste Runde sie heilen und dann bekommen wir eine Karte draus. Hex. Wunderschön. Mein Rushdown funktioniert nicht. Könnte interessant werden, mal schauen. Also gut, wir werden sie spielen. Bekommen eine Karte, enttarnt, werden die heilen, bekommen noch eine Karte, werden wir mal behalten und werden noch den Taunt spielen, angreifen, so. Wir haben ihn schon fast 10 runter, was nicht schlecht ist, na gut, schon Turn 5. Oh, was habe ich gemacht, was habe ich getan? Mag ich nicht. Gut, die können wir mit Stampeding Code vernichten, so ziemlich. Einfach richtig grob vernichten. Aber bitte, bitte töte sie, das wäre gut. Wollen wir das probieren? Probieren wir das mal. Ich habe keine Ahnung, was da passieren wird. Ich mach das mal schauen, was passiert. Passiert da. Was habe ich bekommen? Oh man, der Battle Cry nicht funktioniert. Nutzlos. Okay. Dann werden wir. Wollen wir ihn heilen für einen. Nee, wollen wir nicht. Unnötig. Was wir machen werden ist. Wenn das mal ignorieren, denn naja, sie musste einfach. Right away. Jawohl. So. Werden sie heilen. Kommen eine Karte draus. Dann greifen wir noch an. Okay, sehr gut. Mal schauen, was passiert. Sehr gut funktioniert mit dieser, die bringt mir jetzt gerade sehr viel Kartra, das ist sehr gut für mich. Ich habe immer noch 2 Tons oben. Was könnte jetzt passieren? My shield for Argon. Nicht gut. Okay. Was wir machen werden ist... Vielleicht Stampeding Kodo und hoffen, es tötet diesen hier. Was wir sonst noch machen? Ja, machen wir. Okay. Ach, scheiße. Ah, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte ihn hier platzieren sollen, dann hätte ich den 2 noch Taunt geben. Das ist unglaublich. Wir werden mit diesem hier
Den Deinwolf Alpha töten. So. Nur noch wenige Leben. Okay, dann werden wir. In der Fire. Right away. Töten. Und dann noch angreifen. So. Okay. Ist doch interessant mit dem Deck zu spielen. Was wird jetzt machen? Drink with me, friend. Ah, ich hasse. Ah, ne. Ach, wie nervend. Jetzt hat's vierte die gleich nochmal. Ja, nervend. Okay, der stirbt auf jeden Fall dann. Wenn wir diesen hier in diesen hier reinrahmen, wahrscheinlich, jawohl. Sword Steel. Können wir jetzt gut machen, ja. Jetzt noch viele Karten. Das habe ich bekommen. Oh. Ich hasse. Na, wieso? Okay. Wir werden einfach diesen hier rein. Den Zug. Und dann. Sollten wir die heilen? Heilen und dann angreifen. Auf diesen hier. Das ist gut, ja. Dann bekommen wir noch eine Karte, eine zusätzliche. Right away. Bam. Okay. Sehr gut. Und dann werde ich noch zum Abschluss noch ein Schmielen. Das war auch zwei Damage machen. Okay. Es funktioniert momentan sehr gut irgendwie. Ich habe noch keinen Damage genommen und ich habe ihn einfach eliminiert. Aber er ist wahrscheinlich auch nicht so gut. Er hat zwei Murlocs genommen. Aus irgendeinem Grund. So. Interessante Karte. Scheißkarte. Werde ich erledigen. Ja. Ich mochte die. Jetzt müssen noch 15 Leben. Also wir werden wahrscheinlich. Charge. Okay, der bekommt irgendwie mehr Leben. Aus irgendwelchen Gründen. Wollen wir die spielen? So, um ihn zu. Naja. Für wen? Ja, ist gut, dann machen wir das. Und dann nehmen wir. Was ich natürlich spielen könnte, ist. Ich glaube, das werden wir auch tun. Jawohl, so. Den zurücknehmen. Dann werden wir ihn nochmal spielen. Genau. Und zwar. Hier so, dann wird er diesen hier töten, dann bringt er ihm nichts, also naja. Nein, dann hat er keine Karten bekommen aus der Karte. Und dann werden wir hier noch den spielen und dann haben die zwei noch taunt. Gut. Dann werden wir weiter runterrushen, okay? Okay, sehr gut. Was willst du spielen? Was willst du spielen? Eine 3-5 auf dem Feld. Bringt ihm nicht so viel. Ich finde, das war eine gute Entscheidung. Ah, ich mag diese Karte nicht. Oh, was ist das? Oh. Oh nein. Okay, was ist das eigentlich? Ah, das ist doch der andere. Wir werden den mit dem töten wahrscheinlich. Den mit dem, würde ich sagen. Dann. Gut, was haben wir noch aus auf dem Brett? Das könnte ich jetzt gleich spielen und dann diesen hier erledigen, damit dem diesen hier töten. Was haben wir noch aus? Sylvanas bringt mir nicht so viel, ehrlich gesagt, er hat nicht so gute Karten auf dem Brett. Aber es ist Zeit, dieses hier zu spielen, jawohl. Bams, Junge! Jetzt bin ich der böse Priester! Also, wir werden dann gleich mal. Jawohl. Ihn töten. Bams, Junge. Ihn töten. Bams, Junge. Und dann noch einen Yeti spielen. Und dann noch einen Murloc spielen. Und dann noch angreifen. Okay, noch 9 Leben. Noch 9 Leben. Ich kann das.
kann das, Mann. Ich kann das. Und nicht gedacht, dass es irgendwie funktionieren würde. Auf irgendeine komische Art und Weise. Aber vielleicht würde es ja funktionieren. Ah, oh, Tant. Nicht. Nein. Jetzt hat er mal seinen Tant rausgebracht. Okay, was wird jetzt tun? Er wird doch nicht diesen hier töten. Ah, Doppeltant. Müssen den einfach irgendwie töten. Von mir aus kannst du das schon machen. Okay, ich habe hier 5 Damage zum Hero, okay. Dann haben wir Sylvanas. Werden sie spielen? Hoffentlich wird er sie gleich angreifen. Dann werde ich... So. Den angreifen. Und dann... Was?